Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung nach der Sommerpause. Woran erkennt man, dass eine Gesellschaft moralisch total verkommen ist? Erkennt man es daran, dass eine junge Frau, herzlich willkommen Charlotte Roche, sehr detailliert darüber schreibt, wie man einen Mann oral befriedigt oder sich mit Spucke den Po abwischt, damit in der ersten Woche hunderttausende Leser findet und ich glaube mit der höchsten Startauflage jemals eines deutschen Buches Erfolge sammelt? Oder erkennt man es daran, dass ein christdemokratischer Spitzenpolitiker eine Affäre mit einer 16-Jährigen hat, ein Gouverneur in Kalifornien einen Zweitsohn mit der Haushälterin zeugt, ein Politiker aus Frankreich nicht nur über ein New Yorker Zimmermädchen herfällt oder gleich eine ganze Spitzenmannschaft eines Versicherungskonzerns in Ungarn zum Bordellbesuch geht? Diese Liste ließe sich fortsetzen. Deshalb haben wir heute die Frage gestellt: Sexualmoral 2011, kein Anstand, kein Tabu. Meine Gäste heute Abend sind Helmut Karasek, Literat und Literaturkritiker. Er fragte schon vor über 20 Jahren in einer großen Spiegeltitelgeschichte über Pornografie: Ist die sexuelle Freiheit am Ende? TV-Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger. Sie ist fassungslos über das Sexualverhalten von Männern wie Dominik Strauss-Kahn. Die Politikerin und Soziologin Jutta Ditfurth, sie beurteilt die Jahre der sexuellen Befreiung, die sie selbst als junge Studentin erlebte, zwiespältig. Dr. Esther Schonbrot, die Ärztin, hat bis heute zehntausende Schülerinnen aufgeklärt und appelliert an Eltern, den Jugendlichen strengere Grenzen bei der Sexualität zu setzen. Und Tobias Benjamin Ottmar, 26, überzeugter Christ, er glaubt nicht, dass Sex Basis der Liebe ist. Er und seine Frau lebten 6 Jahre vor der Heirat enthaltsam. Und eben Charlotte Roche, auf deren wildes, riskantes und radikales Leben als Autorin wir einen kurzen Blick werfen. Charlotte Roche! Seit Jahren schon befeuert die TV-Moderatorin die Debatte zur Sexualität. Sie schwärmt für Swingerclubs, wünscht sich Puffs für Frauen, bot kürzlich Bundespräsident Wulff in der Atomdebatte Sex an oder spricht in ihrem Debütroman Feuchtgebiete, der Millionen Leser fand, über Analverkehr oder ausgefallene Masturbationstechniken. Ihr neues Buch Schoßgebete Schoss, kaum erschienen, an die Spitze aller Bestsellerlisten. Und schon diskutiert die halbe Republik, ob man als untertänige Ehefrau alle sexuellen Wünsche des Mannes erfüllen soll, wie gemeinsam Pornos schauen oder gar zusammen mit ihm ins Bordell gehen. Sex als Lösung aller Probleme. Ist das die neue Sexualmoral? Für den Stern jedenfalls ist Charlotte Roche die Missionarin. Und ist das gut erkannt, als Missionarin sozusagen, Sex als Erlösung? Als wir den Titel fotografiert haben für den Stern, habe ich immer gefragt, was meint ihr denn, Missionarin, auf welchem Gebiet? Also ich konnte das jetzt nicht so genau rausfinden. Es ist ja deren Titel, deren Wort. Na, die haben das so gedacht, dass sie eine Vorkämpferin sind, eben für Sex als auch Allheilmittel, Sex in einer guten Bewertung für die Beziehung. Also eigentlich für Sex als das Wichtigste im Leben. So haben die es jedenfalls beschrieben. Ja, also nicht das Wichtigste, würde ich gar nicht sagen, aber etwas sehr Wichtiges, auf jeden Fall. Also ich bin da so... Ich versuche ganz biologisch an die Sache ranzugehen und nicht andere so moralisieren. Und andere zu überzeugen, denn das gehört ja zum Missionarentum dazu. Ja, und wenn das sozusagen so mit Tabus behaftet ist, denke ich immer, das macht so einsam und irgendwie krank. Und wenn man das so, wenn man frei heraus Sachen besprechen kann, dann hilft das einem einfach. Ja, das hat mich auch gewundert. Sie haben ja auch vor allem in Interviews gesagt, jeder Tabubruch, zum Beispiel ein offenes Gespräch über Sex ist gut. In der Sexualität darf es keine Tabus mehr geben. Haben wir denn überhaupt noch Tabus? Also, wenn Sie jetzt darauf anspielen, dass die Gesellschaft übersexualisiert ist, würde ich das auch sagen. Also mich kotzt das auch an, wenn ich mit meiner Tochter durch die Stadt fahre und jede C&A-Werbung sieht aus wie ein Pornobild. Also welches Tabu soll man da noch brechen? Also ich rede eher immer von echter Sexualität, so Sachen, die einem peinlich sind oder wo man so schamhaft noch verklemmt ist. Also echte Sexualität, die hässliche, die tierische, die verschwitzte, wo es wirklich auch nach was riecht und so, wo es dampft. Und nicht... ich meine überhaupt nicht Sexualität mit bearbeiteten Bildern zum Beispiel. Also ich habe auch was gegen die Pornografisierung von Werbung. Finde ich total ekelhaft. Aber ist das auch, die dampfende Sexualität, also gerade in der Literatur in den letzten Jahrzehnten, man kann sich doch nicht darüber beklagen, dass nicht alles geschrieben worden ist. Wo ist das Tabu?
dass man brechen müsste? Also ich habe das Gefühl, dass es viel noch zu arbeiten gibt. Mhm. Zum Beispiel, also ich habe ja eine feministische Mutter, 68er Mutter. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viel, wofür die gekämpft haben, auch einfach in der nächsten Generation wieder verloren gegangen ist. Dass wir immer so einen Backlash erleben, also so was Rückwärtsgewandtes, wo man doch wieder so 50er Jahre wird. Prüde. Ja, oder eben alle Frauen heutzutage doch die ganze Zeit stundenlang an sich arbeiten, um attraktiv für die Männer zu sein. Und ich finde, wir nicht. Meine Muttergeneration war schon viel weiter. Ich habe auch gedacht, wenn man jetzt ein solches Buch schreibt mit den expliziten Sachen, die darin sind, dann gehen Sie ja jetzt im Prinzip raus und alle reden dann wieder darüber. Haben Sie denn selber auch einen Bereich, wo Sie sich schämen eigentlich? Okay, also gibt es sowas wie Scham? Es gäbe meine beiden Bücher nicht, wenn ich mich nicht total schämen würde. Worüber? Ja, also ich bin ein sehr schamhafter Mensch und ich habe ganz viele Grenzen und Tabus, so privat, intime Sachen. Wenn ich mit meinem Mann irgendwo sitzen würde und der würde Leuten in echt erzählen, wie ich im Bett bin oder so, dann würde ich knallrot werden. Es ist halt ein total falsches Bild, was man von mir hat, weil ich diese Bücher schreibe, als hätte ich keine Scham. Ich schreibe diese Bücher, weil ich total viel Scham habe. Da bin ich mal gespannt. Empfinden Sie Charlotte Roche als schamlos in dem, wie sie schreibt? In gewisser Weise ja, ja. Weil ich schon sagen muss, also die Gefühle und Aufräumarbeiten in ihrem Enddarmtrakt beispielsweise werden doch sehr genau beschrieben. Und ich glaube schon, dass man auch beim Lesen da ja Schamgefühle kriegt. Im Übrigen hat ja, glaube ich, Freud mal gesagt, Herr Karasek, Sie wissen es vielleicht möglicherweise wie immer besser, der Verlust von Scham ist das erste Anzeichen von Schwachsinn. Also ich finde es schon relativ schamlos. Ich kann aber auch verstehen und finde, gerade was die Feuchtgebiete angeht, ist gut, dass jemand sagt, dieses ganze Klinische, ja, mit dem der Sex behaftet ist, das Konsumierbare an Sex, das lehnt ja Charlotte Roche ab. Und das ist das, was mir daran, muss ich sagen, gut gefällt. Wobei man auch sagen muss, jetzt ist sie in der eigenen Falle gelandet oder auch, naja, verkaufstechnisch gesehen ist es keine Falle. Alle reden über Sex und Charlotte, aber in den Schoßgebeten sind es ja nur relativ wenige Seiten, die über Sex sind und die einen diesbezüglich erfreuen oder schamig machen können. Aber es zieht sich im Prinzip so als roter, ja, Faden, würde man sagen, durch das ganze Buch durch. Ja. Ist es denn gut, Frau Ditfurth, dass wir Schamlosigkeit in dieser Form haben? Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch schamlos finde. Ich finde es eigentlich, vielleicht bin ich da ein bisschen eigenartig, ich finde es eigentlich ein sehr trauriges Buch. Also es ist ein furchtbar trauriges Buch, was mich sprachlich da am meisten überzeugt, wo es um den Tod der drei Brüder geht. Mhm. Und diese Passagen sind auch die literarisch stärksten. Die Beziehung der beiden selber interessiert mich nicht schrecklich, weil ich die sehr altmodisch und ein Mann, der ist ungefähr 50 und die Frau Elisabeth ist, glaube ich, 33. Und das ist eher ein biederes Pärchen. Sie möchte, um diese Todessehnsucht zu überwinden, nimmt sie Therapie und Sexualität als Therapie, und zwar beides. Und das zieht sich durchs Ganze durch. Und die Passagen, die sozusagen Sexualität zwischen den beiden beschreiben, haben für mich eher die Erotik eines Anatomiebuches. Also es ist extrem kalt, manchmal, was ich sehr lustig finde, bitterschwarz und eine Art von Humor, die ich sehr mag, also sehr britischer Humor, bös durch. Und ich glaube, manche Leute überlesen das. Und ich finde manche der Besprechungen über das Buch, auch gerade die Kommentare von Alice Schwarzer, eine ziemliche Unverschämtheit, weil sie permanent den Roman, die Fiktion verwechseln mit der Person der Autorin und ihrer Biografie. Und das finde ich unzulässig. Sie spielt damit und sie kokettiert damit und das trägt zum Verkauf bei. Aber ich würde das trennen. Also bei der Besprechung des Buchs würde ich das trennen. Elisabeth Kiel ist Elisabeth Kiel. Gut, so heißt sie. Dann wollen wir dann heute über den Teil reden, der tatsächlich sich mit der Sexualität beschäftigt. Sie haben die meisten Bücher vermutlich, Herr Karasek, von uns allen gelesen, die sich mit Sexualität beschäftigen. Weiß ich nicht, ja. Könnte sein, ja. Ich vermute. Ich habe Charlotte Roches erstes Buch. Verletzt sie den Regeln des Anstands aus heutiger Sicht gesehen? Also ich habe Charlotte Roches erstes Buch nach einem Krankenhausbesuch gelesen. Und da hat es mich sehr berührt, weil das Krankenhaus nimmt einem die Scham weg, sozusagen gewaltsam. Man ist auf seine Kreatürlichkeit angewiesen, man kriegt eine Schüssel schon untergeschoben, wenn man und alles sowas. Mhm. Und ich habe das Buch dann gelesen und sofort meiner Tochter geschickt, die sich für Schreiben interessiert, die und gesagt, das alt? Musst du mal lesen. Meine Tochter war damals vielleicht 22.
Dann ist das okay. Ja, ist, und ich habe gesagt, gut, du kannst sehen. Und bei dem zweiten Buch... Darf ich mal fragen, warum sie es ihrer Tochter geschickt hat? Ja, weil... da ging es ja noch sehr um Hämorrhoiden und solche Dinge. Also weil sie an einem Buch arbeitet. Ich habe ihr das geschickt und habe gesagt, guck mal, wie man an die Realität rangehen kann. Das ist ein für mich sehr kühner Weg. Es hat übrigens nichts von Pornografie, beide Bücher nicht. Sie sind, wenn man pornografisch als alter Herr reden würde, eher abtörnend. Ja, so. So ist es doch. Das ist doch wirklich wahr. Wenn man gerade anfängt und es wird gerade aufregend, dann wird es direkt irgendwie wieder ekeliger. Es ist eigentlich ein Buch, das für mich eine Satire ist auf eine Tochter einer Feministin, die versucht, alle Fehler der Mutter zu vermeiden. Ja, mir kribbelt die ganze Zeit in den Fingern. Wir haben ja sehr viel Paradoxien jetzt inzwischen gehört, die ja jedem aufgefallen sind und wo jeder so Erklärungsversuche sucht. Für mich als Ärztin hat sich dieses Buch von vorne bis hinten dargestellt wie eine Krankengeschichte einer schwer borderline gestörten Persönlichkeit. Die ist von vorne bis hinten damit beschäftigt, eigentlich Grenzen zu überschreiten. Sie ist schamhaft, diese Person, sie persönlich kenne ich ja weiter nicht. Diese Person ist sehr schamhaft, aber sie tritt diese Schamgrenzen mit Füßen, um sich selbst Verletzungen zuzufügen. Andere Borderline-Patienten ritzen sich. Sie geht ins Bordell, sie macht schmerzhaften Analverkehr, all diese Dinge, wo sie sich spüren möchte. Mhm. Ich fand es sehr interessant für jemanden, der sich mit Borderline-Syndrom beschäftigen möchte. Fand ich es ein sehr interessantes Buch. Für andere Personen fand ich es eher, hätte ich gedacht, langweilig über weite Strecken. Aber das ist eigentlich der Schlüssel, um diese Paradoxien, die in der Persönlichkeitsstruktur eines solchen schwer betroffenen und eigentlich bedauernswerten Menschen wie diese Elisabeth Thiel beinhaltet. Sie erlauben mir, dass ich an dieser Stelle das literarische Quartett eher mal in den Hintergrund rücken lasse und auf das Thema auch eingehe, das wir uns gesetzt haben. Und wir haben ja hier über Tabubrüche gesprochen. Und Frau Roche hat gesagt, doch, es gibt Tabus zu brechen. Das würde ich gerne mal von Ihnen hören, weil Sie einfach zehntausende Schülerinnen aufgeklärt haben, ein Buch auch geschrieben haben, das erklärt, wie man Schülerinnen und auch Mädchen eben die Liebe erklärt. Haben Sie das Gefühl, es gäbe so viele Tabus noch zu brechen bei uns? In Bezug auf Sexualität? Also wir haben insgesamt hier eine Übersexualisierung in unserer Gesellschaft. Insofern sind viele Tabus gebrochen. Die Sexualität ist trivialisiert, sie ist schrankenlos geworden. Wir haben ein paar Tabus behalten, zum Beispiel, dass Eltern nicht genug mit ihren Kindern sprechen. Ein Tipp, also Sie sind Mutter. Aufklärung. Genau. Okay. Ja. Da gibt es noch viele Tabus, da gibt es Ängstlichkeiten, weil man nicht genau weiß, wo die Schamgrenzen jeweils sind und Angst hat, die zu verletzen. Man kann die aber sehr gut respektieren, diese Schamgrenzen. Und trotzdem eben mit den Kindern reden, ganz, ganz wichtig. Ja. Frühzeitig, Tipp von mir. Also die Tochter ist 9, ab wann sollte sie? Jetzt sofort. Frau jetzt Ohl. Schon? Mein Buch. Vielen Dank, das ist sehr großzügig. Wir haben zu Hause dieses Aufklärungsbuch, kennen Sie das Minimum? Ja, ja. Und das wird ja, also das gibt es schon. Das ist viel umfassender. Man muss reden. Ja. Und das Zweite, was ja in diesem Buch eigentlich das Zentrum ist, ist aber der Sex zwischen den Paaren. Das ist ja eigentlich das, worum es hier geht. Also es ist ein verheiratetes Paar. Es ist ja nicht irgendein Liebespaar, sondern da sind zwei verheiratete Menschen. Das ist Erwachsenensexualität, aber Jugendliche brauchen für ihr Erwachsenwerden, für ihre erwachende Sexualität einen Schonraum. Und den gewährt die Gesellschaft nicht, den gesteht die Gesellschaft nicht mehr zu. Und das ist für Jugendliche eine große Gefahr für Heranwachsende. Wird er denn verletzt durch so einen Roman, dass ja wirklich auch gerade junge Menschen... Junge Frauen. Wird so ein sehr, Roman sehr weniger, eher durch frei zugängliches Internet und all diese Dinge. Die Romanfigur schützt ihre Tochter. Wie? Durchgehend. Genau. Also die Romanfigur weiß, dass ihr eigenes Leben etwas ist, was dem Kind schaden würde, wenn es das mitkriegt.
und sozusagen zieht ganz, ganz streng, wenn ich das richtig gelesen habe, ganz streng eine hohe Grenze. Deswegen ist das überhaupt nicht berührt von dem Buch. Sondern es geht mehr um die Beziehung zwischen den beiden. So, da ja noch einige das Buch nicht gelesen haben, wollte ich doch mal die Frage stellen, wie wichtig ist Sex in einer Beziehung? Denn das ist eine der Kernseiten in dieser Geschichte tatsächlich. Also es geht um den ehelichen Sex, das Kind ist aus dem Haus und dann machen die es eben. Und Sie sagen in einem Interview, das ist meine Erfahrung, ohne Sexualität wäre die Beziehung mit dem Partner nur eine Freundschaft. Also ist es immens wichtig. Deswegen gibt es das Buch, das ich mache mir natürlich Sorgen. Ich frage mich ja auch selber, ich als Charlotte Roche, wie schafft man das zusammen zu bleiben? Und ich beobachte befreundete Paare und denke, oh Gott, das Erste, was sozusagen kaputt geht, bevor alles den Bach runtergeht, ist meistens die Sexualität, dass denen dann langweilig wird und die haben keinen Spaß mehr daran oder finden keine Zeit mehr dafür oder irgendwie sowas. Und dann ist es ganz viele Sachen in dem Buch sind einfach nur Ängste und Sorgen, die ich habe, wo ich dann rausschreie und frage, wie macht ihr das denn alle? Wie geht ihr jahrelang miteinander sexuell um? Weil es eben wichtig ist. Aber das, was Sie natürlich in dem Buch beschreiben, ist eine Form von Sexualität, wo ich sagen würde, frei ist die nicht. Nee. Ja. Denn die Ich-Erzählerin tut ja nichts anderes, als die ganze Zeit zu versuchen, ihrem Mann es möglichst recht zu machen, auch im Bett. Das geht ja so weit, dass sie sich selber eine Sexdienerin nennt oder sich eben auch so benimmt. Ja. Sie geht mit ihm in den Puff, aber eigentlich will sie ja nicht. Sie ist ja heilfroh, wenn sie mal Würmer an sich entdeckt und nicht muss. Und insofern ist das, was Sie vorhin gesagt haben, also ihre Mutter und das, was diese Generation von Frauen, ich bin ja quasi dazwischen, was die propagiert haben, das ist vielleicht wieder verloren gegangen. Mhm. Und ich sehe ehrlich gesagt mit Erstaunen, was die jüngeren Frauen für eine Form von Sexualität hier auch beschreiben. Aber ich würde niemals zu einer jungen Frau sagen, les bitte mein Buch und mach das, wie die Elisabeth Kiel das macht. Für mich wäre das total, also die Elisabeth Kiel ist meiner Meinung nach politisch völlig inkorrekt. Wie? Die ist überhaupt keine Feministin oder so. Die ist vielleicht feministisch erzogen worden, so wie ich auch feministisch erzogen wurde. Aber ich empfinde mich als Charlotte Roche viel feministischer als jetzt meine Romanfigur. So, und die ist aber eine Romanfigur. Wir haben es aber auch mit realen Menschen zu tun. Ja. Und ich möchte gerne Herrn Ottmar in die Runde mit einbeziehen, und zwar genau an der Frage. Also, ist Sexualität etwas, was zu einer Beziehung zu 100% dazugehört, insofern einfach eine Beziehung ohne Sex nicht denkbar? Also Sex ist natürlich was Tolles und es gehört, finde ich, auch zu einer Beziehung dazu. Die Frage ist, wie ist diese Beziehung, in welcher Verbindlichkeit lebt man diese Beziehung? Und ich denke mal, es ist schon ein Unterschied, ob ich am Anfang einer Beziehung stehe und in einem Prozess bin, wo ich mich erstmal kennenlerne, oder ob ich dann wirklich sage, okay, das ist der Mann oder die Frau fürs Leben. Und die Frage ist, wie kriegt man diese Verbindlichkeit? Ja. Gut, es gibt natürlich Lothar Matthäus und Co., da ist die Ehe auch nicht mehr so verbindlich. Aber aus meiner Sicht ist die Ehe schon die verbindlichste Lebensform der Welt. Mhm. Und von daher haben wir uns entschieden, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, uns erstmal so kennenzulernen. Konservieren erstmal, in Konservendosen tun, damit der haltbar bleibt. Genitalien werden abgenutzt, lernen wir hier. Lass dich doch mal bitte ausreden. Also das ist jetzt... Frage ja nun. Ja, nun. Ich denke, das ist wichtig, erstmal die Beziehung auf eine gute Basis zu stellen. Und das Problem ist, dass Beziehungen oftmals erstmal auf Sex basieren. Und natürlich fällt eine Beziehung, wenn der Sex nicht mehr funktioniert, dann schneller zusammen. Deswegen erstmal Charakter wirklich kennenlernen. Ah. Ist es wirklich die Person, mit der ich ein längeres Leben am besten bis zum Lebensende vorstellen kann? Bei uns hat das natürlich nicht 6 Jahre gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Aber Sie haben 6 Jahre enthaltsam gelebt, weil Sie einfach aus Grund anderer Sachen hier studiert, da studiert, unterschiedliche Städte, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Sie haben 6 Jahre in der Tat damit gewartet. Und man fragt sich natürlich in der heutigen Zeit, wie geht das praktisch? Also Sie haben zum Beispiel in der Wohngemeinschaft... Ja, das ist die einfachste. Entschuldigung, nein. Also in der Wohngemeinschaft gelebt. Also wie macht man das dann, wenn dann tatsächlich die Frau, mit der man eigentlich das Leben verbringen will, dann zu Besuch kommt? Ja, da muss man dann halt mal in der Küche auf der Couch schlafen oder im Sommer auf dem Balkon. Also man darf auch nicht nebeneinander schlafen. Nein, es geht ja nicht um dürfen oder nicht dürfen. Also es ist ja, natürlich kann man auch im gleichen Zimmer schlafen. Das ist ja, hat ja was mit Beherrschung auch zu tun. Ja. Was darf ich denn fragen? Was sind das denn für Regeln? Also wo kommen die her? Was ist das für... Es ist eine persönliche Überzeugung. Also ich hatte vorher eine Beziehung, die ist zu Bruch gegangen und da war ich wirklich heilfroh, dass wir nicht schon in die Kiste gesprungen sind. Warum?
Ja, weil ich glaube, dann hätte es mich noch mehr geschmerzt. Also, weil ich in meinem Freundeskreis auch einfach viele Paare gesehen habe. Weil sie denken, das verbindet also einem noch mehr oder so. Ja, das denke ich schon. Sie ja auch. Sex verbindet nicht, oder? Ja, doch, doch. Ja, weil dass man, wenn man dann geht, ist das ja nicht kommt schlimmer, weil man Sex hatte, oder? Also die Frage war, woher die Regeln kommen. Ich glaube, das war nochmal was eine sind andere. Das für Regeln, genau? Also ich denke mal, das ist einfach... Das ist eine Überzeugung, ich würde eher meinen. Zum einen einfach eine Überzeugung, weil ich sage... Also Sie gehören jetzt keiner Gruppe an, irgendwie doch, einer Sekte oder so? Nein, nicht einer Sekte. Na, er gehört zu den rechtsradikalen Abtreibungsgegnern. Ist eher so eine deutsche Tea Party Fraktion, ne? Also ich, CDU, Junge ist ein Union, übertrieben. Christlicher also, Fundamentalist. Also ich glaube, jeder hat hier seine Fundamentalismen hier. Bekannt oder uns aufgefallen, weil es einen Aufsatz gab in einem Buch mit der Überschrift, wie ich Fundamentalist, christlicher Fundamentalist wurde. Das stimmt. Es ist, Sie sind Baptist einer Freikirche, aber es ist einfach eine Interpretation des Grundgedanken, der uns quasi in der christlichen Gesellschaft geprägt hat, nämlich der Bibel. So habe ich es verstanden. Genau, also ich meine, der Titel ist natürlich ein bisschen provokant gewählt, aber ich meine, ein Fundament, wenn das Fundament gut ist, dann ist es ja auch nicht schlimm, sich danach auszurichten. Was mich interessieren würde, ist tatsächlich, was ist das für eine Sicht, die dahinter steckt, dass man sagt, also man sollte dann erst miteinander Sexualität haben, wenn man auch verheiratet ist. Warum? Einfach, weil ich meine, Sex kann nicht die Basis einer Beziehung sein. Mhm. Sex ist ein sehr schöner Teil einer Beziehung. Aber dafür braucht es auch einen gewissen Schutzraum, würde ich sagen. Ja? Und wenn ich dauernd die Angst haben muss, hält das nicht, dann finde ich, kann man den Sex auch nicht so frei ausleben. Mhm. Darf ich das ein bisschen ergänzen aus der Sicht der Jugendlichen? Die entwickeln sich ja auch in einem Schonraum und entwickeln die verschiedenen Facetten der Sexualität nacheinander. Zum Beispiel Mädchen entdecken die Sexualität nicht direkt als genitale Lust, sondern als Beziehungslust. Und wenn man diesen Schonraum nicht zugesteht, werden bestimmte Facetten der Sexualität sind in Gefahr, verschüttet zu werden und sich nicht voll zu entwickeln. Also Sie sagen, Mädchen wollen nicht in erster Linie erst einmal Sex, sondern sie wollen Beziehung. Genau. Und das wäre auch gut, wenn es erstmal ohne ginge. Genau. Und im Grunde auch spätere Beziehungen profitieren davon, wenn auch andere Facetten der Sexualität, die eben nicht nur aus genitaler Lust besteht, eine Möglichkeit haben, aneinander entdeckt zu werden. Und die genitale Lust ist eine so starke Kraft, das beschreiben Sie ja auch sehr eindrucksvoll, dass sie vieles andere überlagern kann und gar nicht dazu führt, dass man das andere am anderen auch entdeckt und unvoreingenommen. Aber jetzt geht irgendwie alles durcheinander. Wir sind bei der Frage, wie wichtig ist der Schonraum für Jugendliche. Das andere, was wir hier hatten, ist, ich finde, es geht uns nichts an, Sex in einer Beziehung, ob er sechs Jahre enthaltsam lebt. Das geht mich nichts an, das werde ich auch nicht bewerten. Aber was mich was angeht, ist, wenn ich von Ihnen lese, dass Sie im Prinzip wollen, jede Frau, die ungewollt Schwangerschaft hat das Kind auszutragen, weil das deutsche Volk Nachwuchs braucht, mit der Betonung. Und ich sage, Leute, Ihre Organisation Alpha, marschieren Sie neben Nazis. Nein, aber das hat mit befreiter Sexualität nichts mehr zu tun. Und Schwangerschaften, ungewollte sind Folgen. Also wir können uns doch mal gerne über das Thema sprechen. Nein, kann ich nicht. Darf ich einen Satz dazu sagen? Aber ich wollte noch mal ganz kurz. Jahrtausende lang war sein Satz vor der Ehe, nicht miteinander zu schlafen, ein Grundprinzip. Das weiße Brautkleid spricht dafür. In Italien, dass man bis vor 100 Jahren noch die Entjungferung ins Fenster gehängt hat. Das ist ein christliches Prinzip, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Aber nur für die Frau. Ja, aber ich finde doch die Frage interessant, ob es gut oder schlecht ist. Genau das möchte ich doch diskutieren. Also wir reden darüber, wie wichtig ist Sex in einer Beziehung, dass man ihn aufheben muss, eben für dann die eheliche Beziehung. Das ist das Thema, was mich interessiert. Andersrum gefragt, wäre es für Sie überhaupt nicht vorstellbar, eine Beziehung zu leben, eben ohne Sex mit einem Mann? Was ist das dann? Eine Freundschaft, gar nichts? Nee, also gar keine nichts. Liebe? Das würde ja heißen, dass es nichts anderes gibt. Das ist ja nicht so. Also ich lebe natürlich auch Beziehungen, wo sozusagen alle anderen Sachen auch genauso wichtig sind für die Sexualität daneben. Aber ich finde eben, Sexualität muss man üben. Also ich bin so erzogen, ganz freigeistig, wieder ganz nah an der Biologie, dass das totaler Quatsch ist, sich aufzusparen, weil man das dann vielleicht gar nicht
so gut kann. Ja, doch, man hat auch noch genug Zeit, also hoffe ich zumindest. Und was ist aber, wenn Sie heiraten und dann merken Sie, Sie passen nicht so gut ineinander? Also das glaube ich, das ist jetzt mal ein Mysterium. Entschuldigung, dieses fundamentalistische Element in Ihrem Buch sprechen Sie es auch an. Ja. Sie haben ein Kind mit einem anderen Mann. Mhm. Und dann sprechen Sie über die Probleme der Patchwork-Familie, die Sie sehr gut beschreiben. Aber dann sagen Sie, es ist mir unangenehm, mir wäre lieber dieser Kerl wäre tot, weil ich nämlich schon mal mit ihm Sexualität hatte. Und das möchte ich nicht, das war, weil ich damals dachte, ihn zu heiraten. Aber ich möchte auf etwas anderes raus. Auch bei Ihnen ist das eine dressierte Frau, wenn man das Buch zu Ende liest, möchte sie nämlich genau aus diesem Käfig raus. Und ihre ganze Befreiung besteht, ich möchte einen anderen Mann vögeln. Ich möchte einen anderen Mann. Mehr hat sie nicht drauf. Ich möchte endlich, dass mein Mann mir das erlaubt. Da gibt es ja so viele Elemente von Feminismus. Genau. Ja. Wenn man abends ins Bett geht, dann hat der Ehemann da, der geht einfach ins Bett. Sie muss sich erst abschminken und zurechtmachen, weil sie sich am Morgen für ihn schminken musste. Das sind lauter feministische Botschaften in diesem Buch. Die will nicht, die Sklavin, das ist ein sehr ironisches Buch über eine Frau, die aus einer neurotischen Störung, aus einer schwer neurotischen Störung, ihr Mann eine Dienerin, weil sie nicht verlieren will, eine Dienerin sein will. Und sie zeigt, dass das gar nicht geht. So. Die beiden müssen dauernd zu Therapeuten. Das ist wie mit, als würden sie mit Pillen vollgestopft. Ja. Das ist ein großer Roman, über das so etwas nicht geht. Wir sind in der Wirklichkeit trotzdem angekommen. Und also wenn es jetzt nur um Literatur geht. Ich möchte über die Wirklichkeit reden, es ist bitte. Kein großer Roman, das möchte ich einfach jetzt mal gesagt haben. Entschuldigung. Ja. So. Das ist ein interessantes Buch. Und ich finde, die Kernfrage ist doch, wenn wir über Sex jetzt auch reden, die Kernfrage ist auch eigentlich, warum ist dieses Buch, ähnlich wie Feuchtgebiete, so erfolgreich? Welchen Nerv trifft es eigentlich? Was ist das? Und für mich ist es die Tatsache, dass diese Frau, die hier beschrieben wird, aus ihrer Situation heraus komplett verunsichert ist. Sie ist verunsichert in ihrer Beziehung. Sie ist sogar verunsichert in ihrer Sexualität. Sie will um jeden Preis alles richtig machen. Sie kann sich ein Leben ohne Therapie nicht vorstellen, ohne Ratgeber nicht vorstellen. Mhm. Sie ihren Kindern verbietet sie Zuckergetränke. Sie lässt sich auch da, Sie selber haben ja auch das Buch von vor, hier auf ihr Handgelenk gedruckt. Immer im Leben alles richtig machen. Und das ist, glaube ich, das, dass es ein Zeichen ist für eine Gesellschaft, für eine Zeit, in der viele Menschen gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. So. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und woher kommt diese Probleme? Weil sie in einer Familie aufgewachsen ist, wo Sex total unverbindlich ausgelebt wird. Ich meine, in dem Buch. Moment, aber das, ich nehme das Argument trotzdem auf. Denn in der Tat ist die Frage, das weiß man ja, die Mutter, die reale Mutter, Charlotte Roche, hat sechs Kinder aus vier Ehen. Ja. Das heißt also, und es ist auch in vielen Interviews beschreiben sie die wechselnden Partner, die Umzüge und all das als extrem störend. Also das stützt doch eigentlich tatsächlich die These, eine Beziehung, eine konkrete Verbindlichkeit und dann bleibt man dabei. Nee. Also es gibt natürlich sozusagen die Kinder, der 68er haben natürlich auch Kritikpunkte an den 68ern, aber zum Beispiel finde ich meine sexuelle Erziehung, jetzt meine echte als Charlotte Roche Erziehung, total toll. Also da hat meine Mutter ganz viel richtig gemacht. Also die hat ganz früh aufgeklärt, die hat mir beigebracht, dass Sex was ganz Tolles ist, mit wem auch immer man möchte. Und dann natürlich sozusagen, die hat mir nicht beigebracht, man soll Sex haben mit jedem, wen man will, sondern auch, wenn man die mag oder liebt und so. Und das war bei uns ganz früh Thema. Aber in dem Buch nicht, ab 13. Nein, nicht das Buch. Jetzt mal weg mit dem Buch. Ja, ich rede jetzt von meiner echten Mutter. Das ist ein Roman und kein Sachbuch. Aber dass ich da sozusagen richtig gut erzogen wurde, das hat die toll gemacht. Dass die gesagt hat, bitte mach das nicht heimlich und erzähl mir, wenn du Sex hast. Und bitte lad die Jungs zu uns nach Hause ein. Ihr dürft hier im Kindergarten
Kinderzimmer ruhig Sex haben und früh genug über Verhütung gesprochen, bis hin sogar zu, wenn du aus Versehen schwanger wirst, deine Mutter hat immer Geld für eine Abtreibung. Da aber das ist doch ein Extrem. Punkt also es gibt die einen Extreme, die reden überhaupt nicht über Sex und es gibt die, da wird Sex so gelebt. Also es gibt ja, die Umfragen bestätigen es ja auch, 2/3 der Jugendlichen und der jungen Menschen sehen sich nach Treue. Die sehen sich danach, nur den Richtigen zu finden. Ja. Natürlich, in der Realität ist es natürlich ein bisschen aber Treue schwieriger. Ist ein interessanter Punkt. Also darunter habe ich natürlich gelitten. Ja, die Treue, aber in ihrem eigenen Leben, also hier zum Beispiel die Ehe wird dann auch mal von Ihnen besprochen als Monogamiegefängnis. Und neulich haben Sie bei dem Kollegen Thaddäus gesagt, es kann doch nicht nur einen Körper geben, den man begehrt. Warum denn dann um Gottes Namen überhaupt heiraten, wenn es nicht möglich ist, dann bei einem zu bleiben? Und sexuell aber trotzdem erfüllt zu sein. Ich glaube, dass da dann so die Kultur reinspielt. Dass auch wenn ich in so einem linken Haushalt groß geworden bin und so, ich habe auch als Mädchen Prinzessin Diana Hochzeitsbilder angeguckt. Und dass man dann denkt, ja, man hat eben doch immer auch so ein Kind in sich. Was möchte, dass die Eltern für immer zusammenbleiben und das alles so ist wie im Märchen. So. Das kann ich in mir auch nicht abtöten, dass ich unbedingt, ich wollte immer verheiratet sein, ich wollte immer Kinder haben. Und dann lieber fremdgehen, dass man das erlaubt, damit man aber die Ehe erhält und lieber drüber reden. Das ist jetzt mal Idee. Ja, also ich sehe das ja bei meiner Beziehung, bei vielen anderen Paaren, dass ich empfinde das so, dass wir plötzlich so 50er-Jahre-Beziehungen führen, weil wir gemerkt haben, die 68er haben sich die ganze Zeit verletzt mit ihrem Fremdgehe. Also hören wir komplett auf. Bitte, darüber reden wir. Wir reden jetzt über die Realität. Das kritisiere ich doch, das finde ich ja total schrecklich. Aber ich merke, dass junge Paare heutzutage 50er Jahre Beziehungen leben, in denen sie komplett Liebe, verleugnen, Treue, dass man auf jemand anders steht oder dass das mal passieren kann, ein Ausrutscher oder sowas, dass man das komplett... Aber totale Angst. Ich wollte gerne mal Herrn Karasek auch als Autorin und als Mann mit einbeziehen. Und zwar deshalb, weil Sie... Nur bitte